Ist das nicht herrlich? Bei diesem Zweitaktgeruch, da brauchst du kein Parfüm mehr. Das ist super. Mit Zweitaktdampf riechst immer gut. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Video. Und wie man unschwer erkennen kann, geht es im heutigen Video um einen Neuzugang bei mir im Fuhrpark quasi. Ein Herkules M2 Mofa aus 1977. Herrlich. Absolut herrlich. Ich habe das Ding jetzt schon seit ein paar Monaten. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, dass ich da ein Video drüber mache. Deswegen holen wir das jetzt nach. So. Wir haben hier ein originales M2 Mofa. Automatik. Normalerweise hätte ich eigentlich gern ein Schaltgetriebe gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich gerne einen Zweigangschalter gehabt. Man darf aber manchmal nicht so wählerisch sein. Ja? Man kennt es, man muss ab und zu einen Kompromiss eingehen. Weil ich habe dieses Mofa gegen was getauscht. Das heißt, ich habe nicht einmal Geld ausgegeben. Was ich absolut klasse finde. Ich habe nämlich so eine alte Yamaha FZR gehabt von 1991. Ist anscheinend ein absolut unbeliebtes Modell, weil ich wollte die verkaufen und irgendwie hat sich kein Schwanz dafür interessiert. Ja, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, eigentlich wollte ich schon lange mal wieder ein Mofa fahren. Weil der Schmerz und die Enttäuschung, den man als Jugendlicher mit diesen Mofas so erlebt hat, der ist mittlerweile verflogen. Also habe ich mir gedacht, schaust du mal wieder nach einem Mofa. So, also heißt, ich habe quasi diese FZR dann inseriert für zum Tausch. Genau. Es hat tatsächlich auch 3 Monate gedauert, bis da etwas Passendes gekommen ist, weil sonst andere waren halt immer so Automatikroller, also so richtige Zwiebacksägen irgendwie so. Nein, nicht geil. Überhaupt nicht geil. Bis dann das gekommen ist. Sehr schön. Wunderbar. Habe ich natürlich nicht nachgesagt, auch wenn es eine Automatik ist. So schaut es nämlich aus. Aktueller Stand, technisch einwandfreier Zustand, ja, ist wirklich in einem Top-Zustand, läuft wunderbar, verliert kein Öl. Kann man sich gar nicht vorstellen, verliert kein Öl, Beleuchtung funktioniert, springt aufs zweite Mal kicken, wenn es jetzt länger gestanden ist. Oh, absolut geiler Scheiß. So, der Kenner wird wahrscheinlich schon gesehen haben, der Krümmer ist nicht original. Und ich habe noch einen anderen Vergaser mit dazu gekriegt, weil normal ist ja ein 10er Vergaser drauf gewesen. Und jetzt habe ich einen 12er drauf. Ja, also richtig weit aus dem Fenster gelandet. Aber dieses Ding macht sage und schreibe 50 km/h mit mir. Gell? Bin ich wirklich baff. Mit 1,5 PS Serie hat es gehabt. Jetzt hat es wahrscheinlich 1,7. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig lustig zum Fahren. Aber muss man natürlich ganz klar dazu sagen, dass man das dann legal im Straßenverkehr bewegt, muss ich wieder zurückrüsten natürlich auf Originalkrümmer und Originalvergaser, weil man will ja da keinen Ärger kriegen, ne? Naja, gut. Bleibt allerdings optisch nicht so original, wie es ist. Mir sind die Reifen da zu schmal, das sind ja so eine, ja, Radlreifen, ne? 2 Zoll mal 17, also 2 mal 17 Zoll sind das, vorne wie hinten, ja, und das ist halt wirklich sehr popelig. Ja. Die Stoßdämpfer, die haben die besten Zeiten hinter sich, vorne die Federung ist noch okay, mal schauen, vielleicht machen wir da noch irgendwas, aber ich brauche auf jeden Fall andere Stoßdämpfer, andere Reifen. Da ich ja auch, wie das Mofa, schon ein bisschen in die Jahre gekommen bin, ist der Sattel zwar recht nett, aber mein Arsch sagt da, nee, ist nicht. Und der Rücken macht da auch nicht mit. Also gehe ich jetzt einfach mal das Risiko ein und bestelle mir da dann eine Sitzbank. So der Plan. So, wenn ich jetzt da aber eine Sitzbank drauf habe, dann passt ja logischerweise der Lenker vorne gar nicht mehr dazu. Weil da haben wir einen normalen Lenker drauf. Hätte ich gern einen höheren, der da ein bisschen höher ist, so ein bisschen so choppermäßig, ne, dass das ausschaut. Und Reifen habe ich im Sinn, statt diese 2 Zoll 2,75er,
dass es da ein bisschen ein Gesicht gibt mit Weißwand. Und nochmal auf die Stoßdämpfer zurückzukommen, wenn man da schon umbaut, dann kann das Ganze natürlich auch ein bisschen tiefer werden. Diese Stoßdämpfer sind jetzt seit 32 cm. Im Sinn habe ich, dass ich da auf 30er Dämpfer umbaue. Ich habe es schon mal ausgemessen, wollte eigentlich ursprünglich 28er Dämpfer einbauen. Habe aber dann wahrscheinlich durch den 275er Reifen das Problem, dass das alles ein bisschen eng wird im Schutzblech. Ja. Also probiere ich es jetzt erst einmal mit 30er Dämpfer und 275er Reifen. Der Gedanke von diesem Mofa ist, ich würde gerne mal so eine geile Mofa-Tour machen. Ja. Und ich hoffe, dass die nicht so ausgeht wie damals, wo wir alle so 15 Jahre alt waren, weil ich glaube, also bei mir war es so, Mofa-Zeit war wirklich Leidensfähigkeit gefragt. Ja. Weil komischerweise habe ich immer das Problem gehabt, bevor ich 15 war und die Dinger noch nicht fahren habe dürfen, sind die gelaufen wie ein Einser. Hast nie was reparieren müssen. Ein bisschen rumgeschraubt dran. Ne? Und weil wir kommen ja alle irgendwie aus einer Zeit, wo ja Tuning damals noch ein Fremdwort war und jeder noch frisieren gesagt hat. Ne? Kaum war ich 15 und hätte das Ding offiziell fahren dürfen, war das Ding eigentlich alle nasenlang kaputt. Und habe mich in den Wahnsinn drin, bis ich es irgendwann ins Eck geschmissen habe, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe. Und um noch mal kurz zum Mofa selber zu kommen, das ist ja noch eins mit Rahmentank, ja, ist vom Rost innen her auch in Ordnung. Ja, sieht man jetzt zwar nicht rein, hat man mit der Taschenlampe reingelegt, ist okay. Wie gesagt, Motor saut nicht, ist soweit original bis auf den Krümmer und den Vergaser, den ich drauf gemacht habe, der dabei war. Was ich unbedingt noch tauschen muss, ist den Benzinschlauch, weil der da abknickt leicht, es kommt was durch, aber das muss alles noch sauber gemacht werden. Habe ich aber leider noch keine Zeit gehabt. Kommt auch im Zuge dieses Umbaus, natürlich, ist ja klar. Ansonsten, kettenmäßig ist gut. Radlager sind gut, Lenkkopflager ist alles gut, aufsteigen und losfahren. Und wer den Markt für die Mofas so ein bisschen im Auge hat, der weiß ja durchaus, dass die Dinger mittlerweile echt teuer sind. Und diese Yamaha FZR, gegen die ich das Mofa eingetauscht habe, hat mich damals im Gesamten um die 500 Euro gekostet. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf das Moped, weil, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja körperlich auch gealtert. Ne? Und das war ja so ein Supersportler von damals eigentlich. Ne? Und die Sitzposition, es hat mich einfach immer angegast irgendwie. Komme ich nicht mehr drauf klar. Also nimmt man irgendwas, was richtig schön entschleunigt. Und was war da natürlich besser als wie so ein fucking Mofa? Ja, natürlich, nix, ist ja klar. So, jetzt geht's dann ans Teilebstellen. Ja, weil, wie gesagt, wir brauchen neue Dämpfer, ein neuer Lenker, neue Reifen und eine gemütliche Sitzbank für meinen fetten Arsch. Mhm. Wenn das Zeug da ist, dann geht der Umbau los und das packen wir dann ins nächste Video. Wird hoffentlich ein kurzes, einfaches und vor allem günstiges Projekt, weil ich geschaut habe, so ein bisschen die Mofa-Teile, das ist ja wirklich spottbillig, also macht es umso mehr Spaß, wenn es auch mal nicht so teuer wird. Und weil ich natürlich vor dem Umbau auch noch mal fahren muss ein bisschen, mache ich das jetzt. Es ist ja auch schon ziemlich frisch geworden, ja. Also warm einpacken und noch eine kleine Runde dran, bevor dann der Umbau losgeht. Weil, wie gesagt, ich habe ja vor, dass das ein bisschen umbaut wird, aber nicht zu extrem, weil ich ja dann eventuell nächstes Jahr so ein bisschen Tour fahren möchte mit dem Ding. Werden wir sehen. Ein kurzes Projekt. Also wir halten uns da gar nicht so lange auf damit. Ich habe trotzdem riesen Bock drauf. Und sobald die Teile da sind, gehen wir so. Ich schwinge mir jetzt nochmal drauf. 3 Runden damit. Und sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video mit rein, weil ich glaube, der Umbau wird lustig. Wie immer gern Abo und Like ist wahnsinnig gern gesehen. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die meinen Kanal abonnieren und liken und die da immer fleißig mitschauen und kommentieren. Finde ich super. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.